Hallo zusammen, herzlich willkommen zum nächsten Schritt in unserem Flask-Tutorial. Heute geht es um Sessions. Sessions sind was Wunderbares, denn ja, Sessions sind im Endeffekt die sichere, auf dem Server laufende Alternative zu Cookies. Cookies haben wir letztes Mal gesagt und ja, Sessions dieses Mal zum Beispiel, damit könnt ihr Login speichern, damit könnt ihr Sachen speichern, die der Nutzer nicht verändern darf. Also eben zum Beispiel, ich bin jetzt eingeloggt und ja, klar, ich kann nicht hier einfach in mein Cookie reinschreiben, eingeloggt als Morpheus, denn jeder kann dieses Cookie manipulieren und kann dann zum Beispiel einen eingeloggt als, keine Ahnung, Neo machen und dann ist plötzlich hier Neo eingeloggt und ich habe quasi den Login von Neo. Das geht natürlich nicht, denn sonst habe ich quasi seinen Account geknackt. Das ist natürlich komplett kaputt. Aber ja, mit Sessions kann ich das machen und das ist das Tolle daran. Okay, wir wollen jetzt unsere Indexseite neu schreiben. Das ist jetzt erstmal hier, Sekunde, ich mache das hier mal zum Upload, slash Upload, damit die ganzen Informationen nicht verloren gehen. Und wir wollen jetzt hier unsere neue Indexseite schreiben, das heißt addapp.root. Und was wollen wir hier reinmachen, also was wollen wir dekorieren? Naja, wir wollen wieder mal hier natürlich auf unseren Index gehen und sagen dann, keine Ahnung, Sessions. Okay, so, ja, was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen uns natürlich erstmal einloggen und das machen wir, indem wir sagen, ja, wie funktionieren eigentlich Sessions? Ich hole jetzt doch ein bisschen mehr aus. Das Ganze funktioniert über Kryptographie, das heißt, die Cookies werden quasi einfach verschlüsselt und werden dann, also sie werden trotzdem noch beim Client gespeichert, aber der Server hat die Macht, diese Cookies zu entschlüsseln und damit dann Sachen auszulesen oder eben sichere Sachen zu speichern. Das heißt, im Endeffekt, der Client kann damit nichts anfangen, außer er knackt eben das Passwort und dann ja, kann er natürlich immer noch alles machen. Aber solange er das Passwort eben nicht hat, kann nur der Server wieder entschlüsseln, was in diesem Cookie drinsteht. Und das ist der Witz dabei. Und das macht Flask eigentlich auch im Hintergrund. Okay, das heißt, was wir jetzt hier machen wollen, ist natürlich erstmal was importieren. Wir wollen hier zwei Sachen haben, und zwar einmal Escape. Und einmal Session natürlich. Session. So, wunderbar. So, Sessions sollte man auch immer, oder generell solche Logins sollte man auch immer via Post machen. Das heißt, wir wollen uns jetzt hier erstmal einloggen können. Also if request.method. Achso, ich habe gar nicht definiert, dass wir uns hier, ja, okay, mache ich gleich. Wenn das Post ist, Post, dann wollen wir uns hier einloggen. Und ja, jetzt muss ich hier oben natürlich noch definieren, dass wir hier uns einloggen dürfen. Also Method, Methods, Plural, ist gleich Get und Post. Und wenn wir posten, dann wollen wir sozusagen eine neue Session erstellen. Das heißt Session von, so, und jetzt können wir hier unsere Variablen so definieren, wie wir quasi Bock haben. Das heißt, wir können hier den Session-Name setzen zum Beispiel. Wir können es aber auch Hanswurst oder sowas nennen, also statt hier Name reinzuschreiben, ihr könnt hier alles reinschreiben, was ihr wollt. Können wir hier über Request. Zum Beispiel .form oder sowas auslesen. Also wenn wir jetzt ein Formular wieder mal haben und den Namen. Und dann redirecten wir. Redirect request.url. Okay, so, nächster Fall. Wir haben ein Get. Ja, wie sieht denn ein Get jetzt bei uns aus? Also else, wir wollen oder wir sind sozusagen, wir hoffen, dass wir jetzt eingeloggt sind. Falls wir eingeloggt sind, wollen wir den Usernamen ausgeben oder halt hello und den Usernamen. Und falls wir nicht eingeloggt sind, da müssen wir dann eben noch sagen, dass er sich hier einloggen kann. Das heißt, wir sagen, wenn wir eingeloggt sind, if, und ja, wir haben jetzt hier name das Ganze genannt. Das heißt, wenn der name in session ist, dann sind wir offensichtlich eingeloggt und ja, wir sagen jetzt hier return, hallo und Achtung, jetzt wieder mal ein Sicherheitstrick. Wir benutzen hier escape und dann erst den Usernamen von unserem User, von Username, denn sonst ist Cross-Site-Scripting möglich. Und das bedeutet, wir haben jetzt hier, also sagen wir würden das nicht machen. Wir würden hier einfach ganz normal den Usernamen direkt ausgeben. Dann könnten wir hier einfach irgendwelches beliebiges JavaScript in den Usernamen eingeben
und der Username bzw. das JavaScript würde dann hier direkt ausgeführt werden. Sprich, wir könnten Crypto-Mining betreiben im Hintergrund in JavaScript oder sonst irgendwas, was man natürlich nicht möchte. Deswegen hier immer allen User-Angaben misstrauen, immer alles escapen, was der User irgendwie eingegeben hat. Auf keinen Fall irgendwem irgendwie so vertrauen. Okay, das heißt, wir sind jetzt hier eingeloggt und ansonsten, gut, ich meine, wir machen hier oben Return, wir könnten es einfach auch weglassen, aber wir machen es jetzt einfach mal, wir sagen hier, und das habe ich vorgefertigt, das müssen wir so nicht machen, damit ihr nicht quasi mir beim Tippen zuguckt, einfach jetzt alles mal schon fertig, das heißt, wir haben jetzt hier ein Post-Format, mit dem wir uns einloggen können. Okay, wunderbar, jetzt führen wir das Ganze einfach mal aus, ich habe jetzt hier unglücklicherweise zum falschen Zeitpunkt auf Speichern gedrückt und dann schmiert es mir immer ab. So sieht das Ganze aus, wenn wir jetzt hier auf die Index-Seite gehen, jetzt gebe ich hier einfach mal Morpheus ein. Und wir sehen, dass wir mal wieder einen Fehler bekommen. Ja, was ist das jetzt für ein Fehler? Okay, das ist jetzt ein relativ interessanter Fehler. Hier oben steht sogar ein bisschen ausführlicher. The session is unavailable because no secret key was set. Und da möchte ich auch wieder ein bisschen ausholen. Ich habe schon angekündigt, das Ganze wird verschlüsselt. Ja, was bedeutet verschlüsseln? Naja, verschlüsseln heißt, dass eben dieses Cookie, was wir hier quasi setzen, also dieses Session-Cookie, das muss irgendwie kryptografisch verschlüsselt werden. Das bedeutet, wir brauchen auch den Schlüssel, mit dem wir eben das Ganze so verschlüsseln wollen. Und den müssen wir hier unten noch angeben. Jetzt, wie bekommen wir einen guten Schlüssel? Und das machen wir hier übrigens über app.secretkey. Geben wir das Ganze an, also über app. Könnt ihr generell einige Konfigurationssachen machen. Zum Beispiel app. Es gab noch irgendwo einen Upload-Ordner oder sowas, wo man den angeben konnte. Aber ja, da könnt ihr gerne mal einfach durchgucken. Das sind einfach ein paar Konfigurationsparameter. App.secretKey ist wichtig für Sessions. In unserem Fall werden wir jetzt hier einfach mal Folgendes tun. Wir gehen jetzt hier oben her in unsere quasi allererste Index-Seite und geben, habe ich OS schon importiert? Ja, ich habe OS importiert. Wunderbar. Wir print oder wir return jetzt hier als allererstes mal nur so zum Spaß quasi os.urandom und zwar 24. Was das genau macht, werden wir gleich sehen. Klar, ist abgeschmiert, ist mir klar, hätte ich vielleicht starten sollen. Oh ja, und das sollte ich vielleicht auch noch rausmachen vorher. Okay, und starten. Sorry, mein Fehler verplant. Okay, was jetzt hier passiert ist, ja. Okay, never mind, mein Browser. Ich habe es ganz vergessen, ich benutze irgendwie so einen Spezialbrowser, der keine Sonderzeichen anzeigen kann. Doof gelaufen für mich. Das ist einfach quasi wirklich Zufall. Das heißt, was ich jetzt hier mache, ist einfach das Ganze zu printen. Und sozusagen das Ganze direkt hier in der Python-Command-Line zu printen. Und das sollte genauso funktionieren. Geben wir jetzt hier einfach mal so. Warum printe ich das? Warum schreibe ich nicht einfach app.secretkey gleich? Naja, das Ding startet sich jedes Mal neu. Hier sehen wir es. Das ist das Ding. Und es ist nicht unbedingt nur normale Zahlen. Also das ist normalerweise einfach irgendwelche random Sachen, die aber auch wirklich nicht unbedingt in Unicode oder sowas drin vorkommen müssen. Also das sind einfach irgendwelche Bits oder Bytes, besser gesagt, die zufällig gewählt werden. So, wenn ich jetzt das jedes Mal ändern würde, wenn ich meine App neu starte, dann wären alle Leute, die einen Session-Key haben und vor dem Neustart quasi eine Session hatten, die würden rausgeschmissen werden, weil die Session kann nicht mehr decrypted werden, weil dieser Schlüssel sich natürlich geändert hat. Das heißt, was ich jetzt hier mache, das führe ich quasi einmal aus und dann kann ich sagen, app.secretkey ist gleich und dann kann ich hier das ganze Ding angeben, wunderbar und ja, alle sind sozusagen glücklich. So, und dann starte ich das einfach wieder. Jetzt habe ich sozusagen meinen Schlüssel, das ist furchtbar kompliziertes Ding hier, sehr, sehr viele Zeichen, die man nicht mal lesen kann direkt und jetzt gehe ich wieder hierher. Lade neu und jetzt logge ich mich hier als Morpheus quasi ein und Key Error Username natürlich, weil ich hier über den Usernamen gegangen bin. Ich hätte vielleicht hier einen Namen schreiben sollen, aber ihr seht, die Verschlüsselung hat zumindest mal funktioniert. Gehen jetzt wieder zurück. Zurück habe ich gesagt. Und ja, jetzt wird mir hier Hallo Morpheus ausgegeben, weil ich jetzt eine offizielle Session habe. Das heißt, ich bin eingeloggt, aber wenn ich jetzt nach Cookies oder sowas gucke, dann ist hier alles komplett verschlüsselt und ja, man kann es im Endeffekt nicht verschlüsseln, nicht entschlüsseln, solange man nicht diesen Schlüssel hier dazu hat. Ihr solltet logischerweise nicht diesen Schlüssel hier verwenden, weil ich den jetzt hier öffentlich verwende. Das heißt, jeder, der diesen Schlüssel hat, kann natürlich auch diesen Cookie hier entschlüsseln, kann sich als Morpheus einloggen oder whatever.
was ihr auch immer quasi machen wollt. Das heißt, das solltet ihr natürlich nicht verwenden. So, eine letzte Sache. Ich möchte mich natürlich auch ausloggen können. Das heißt, ich mache jetzt noch kurz eine weitere Sache. Und zwar ein addapp.root. Das heißt, wie lösche ich sozusagen meine Session wieder und nenne das ganze Ding hier /logout. Und ja, was ist sozusagen meine Method? Naja, brauche ich hier nicht mal. Ich möchte einfach hier nur drauf kommen, wenn ich mich ausloggen möchte. Da müsst ihr dann sozusagen die Links natürlich bereitstellen. Das mache ich jetzt hier nicht, aber ich glaube, das passt auch so trotzdem ganz gut. So, und jetzt kann ich hier einfach sagen Session. Und da das Ganze ein ganz normales, eine ganz normale Liste oder besser gesagt ein Dictionary ist, kann ich hier einfach den Namen, den ich hier eingespeichert habe, poppen. Das heißt, Name wird auf None gesetzt. Also Name ist quasi nicht mehr verfügbar und das bedeutet, er wurde jetzt quasi gelöscht und jetzt kann ich mich wieder zurück auf meine Startseite bewegen. Das heißt, redirect URL for Sessions. Okay, perfekt. Und ja, jetzt logge ich mich, also wenn ich jetzt hier das aktualisiere, ich bleibe einfach immer eingeloggt als Morpheus, aber vielleicht möchte ich mich irgendwann wieder ausloggen. Das mache ich über Logout. Ach ja, ich habe vergessen, wir haben einfach auf dem Index gearbeitet, ich vergaß. Okay, sorry, das war natürlich doof. Vor allem habe ich sogar noch die Anführungsstriche hier vergessen, beziehungsweise ich habe nur die Anführungsstriche vergessen. Sessions. Doch, ich habe Sessions genannt. Ja, da. Wunderbar. Index war doch Upload. Ja, perfekt. Oh Mann, ich komme mit meinen ganzen Namen durcheinander. Ihr seht, man sollte sich auf jeden Fall einen Plan machen, weil man sonst relativ schnell verplant, welche URLs man hat. Ja, und dann haben wir hier wieder den Teil. So, und ja, warum sehe ich jetzt wieder mein Login-Form? Naja, jetzt bin ich ja ausgeloggt. Das heißt, das System hat mich quasi oder hat quasi vergessen, dass ich als Morpheus eingeloggt war. Sprich, ich kann mich neu einloggen. Und wenn ich das wieder tue, zum Beispiel als Hans, dann wird mir hier Hallo Hans eingezeigt, so lange, weil die Session eben so lange besteht, bis ich mich wieder auslogge. Ups, ja, Logout sollte man schon noch richtig schreiben, sonst wird das natürlich gar nichts. Und dann lande ich wieder natürlich auf meinem normalen ausgeloggten Zustand. Wunderbar. Und ja, das soll auch tatsächlich so sein. So ist alles geplant und so funktionieren eigentlich auch Sessions. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.